Bei Ankunft an der Einsatzstelle hat sich schnell herausgestellt, dass das Feuer zwischen zwei Gebäuden ausgebrochen ist, das Feuer allerdings dann in die Kellerräume und in das Dachgeschoss beider Häuser vorgedrungen ist. Die Brandbekämpfung wurde im Innenangriff mit 6 Atemschutzgerätetrupps durchgeführt, bis wir das Feuer unter Kontrolle hatten. Die Gebäude selber sind standsicher, sind doch deutliche Schäden, einmal durch das Feuer und natürlich auch durch das Löschwasser aufgetreten, aber die Standsicherheit ist soweit gewährleistet.